Ja, hier ist Christian Schemeier, Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg. Nächstes Mal Videoblog rund um die Themen Dating und Beziehung und Liebe. Ja, wir haben eine ganz coole Mail hier. Es geht um die Frage, ja, wir hatten 8 Monate keinen Sex, mal hatte eine keine Lust, dann der andere. Was kann man da machen? Stay tuned. Ja, also, wenn du auch solche Fragen stellen willst, geht über ein Formular auf liebeschipp.de. Jo, wir sind in Anfang 40, wir sind seit 6 Jahren zusammen, ein Jahr waren wir getrennt. Es ist eine Traumbeziehung mit allem, was ich mir wünsche, außer dass wir aktuell seit mindestens 8 Monaten keinen Sex haben. Was ist an diesem Satz falsch? Dass es sagen würden, es ist, wir hatten absoluten Traumurlaub, außer dass die Sonne nicht geschienen hat, das Wetter scheiße war, die Wohnung beschissen war. Gut, ich übertreibe jetzt ein bisschen. Oder ich habe einen absoluten Traumjob, außer dass mich alle Leute mobben. Diese Aussage macht aus meiner Sicht keinen Sinn, weil zu einer Traumbeziehung gehört ja zumindest okayer Sex. Also man kann ja, ist ja in Ordnung, wenn man sich auf andere Sachen fokussiert, aber ihr habt also eine starke Freundschaftsebene, aber eine schwache Chemie oder jetzt zumindest aktuell eine schwache Chemieebene. Wie kann das eine Traumbeziehung sein? Am Anfang unserer Beziehung hatten wir zwar welchen, aber dieser war allerdings nicht gut. Ich sag's immer wieder, meine, ist jetzt nicht schlimm, wenn man, also nochmal, wir alle machen eine Entwicklung, also mal als kleiner Einschub, keiner muss hier perfekt sein. Also wir alle entwickeln uns weiter. Es gibt nicht so diesen fertigen Status. Also wenn du jetzt denkst, oh Gott, warum habe ich vor 5 Jahren das gemacht? Ja, du hast damals das Beste gemacht, was dir möglich war. Und heute machst du auch das Beste, was dir möglich ist. Und es geht nur darum, immer Tacken besser zu werden jeden Tag. Und mehr geht's nicht, ne? Also ich rate eigentlich immer dazu, zu gucken, ob Chemie und Kompatibilität und Möglichkeit. Möglichkeit lassen wir jetzt mal außen vor, ob das gegeben ist. Und wenn der Sex von Anfang an nicht gut war, also wenn der Sex am Anfang nicht gut ist, das ist wie bergauf schwimmen. Das ist echt schwierig, da ja, das so dauerhaft zu verbessern, weil dann geht es ja eigentlich erstmal runter irgendwann mit dem Sex und dann hat man kein Modell, an das man anknüpfen kann. Ne? Das ist echt schwierig. Würde ich nicht unbedingt zuraten, aber jawohl. So, war nicht gut, selten und ging immer von mir aus. Als ich mich aus diesem Grund getrennt habe und weil ich neu verliebt war, hat er in dieser Zeit eine sehr intensive Therapie gemacht. Er hat auch seine sexuellen Probleme gelöst. Jetzt kommt so ein bisschen was aus seiner Psychodynamik. Da ich wusste, dass er seine sexuellen Probleme gelöst hat und ich mich von dem Neuen getrennt habe, bin ich zu ihm zurückgekehrt. Jetzt hat er Lust auf Sex mit mir, aber mir ist total. Oh, scheiße. Ja, also das ist so ein bisschen. Also das Match ist halt wirklich wichtig. Das ist immer so eine Idee. Man macht ein bisschen Therapie und dann sind alle Probleme gelöst. Also offensichtlich, weil ihr beide habt eine Realität kreiert mit keinem Sex. Also ihr beide dürft gucken, wofür. War das gut oder was sollte das? Und jetzt hat er vielleicht sein Thema bearbeitet, aber du dann noch nicht. Und vielleicht wusstest du gar nicht, dass du dein Thema hast. Jetzt hast du aber auf einmal eins. Vielleicht, also ich weiß nicht, was dein Thema ist. Also vielleicht, keine Ahnung, darf nicht alles gut sein oder du stehst doch nicht so auf ihn oder du fühlst dich bedrängt, wenn echte Nähe da ist und Sexualität. Also das weiß ich jetzt nicht, aber es ist ein, also für mich ein großartiges Beispiel dafür. Dass man sagt immer, ja, mein Partner muss Therapie machen, aber was ist mit mir? Vielleicht kann ich ja auch mit einer veränderten Beziehung gar nicht umgehen, ne? Doch, aber ich weiß es jetzt nicht, aber es sind noch spannende Fragen, ne? Ich liebe ihn sehr und wünsche mir auch eine Familie mit ihm, fühle mich aber nicht sexuell hingezogen zu ihm. Spannend, also ich kann dir jetzt nicht sagen, warum, aber es ist total spannend, ne? Irre. Und ungünstig eine Familie haben zu wollen, ohne Sex, das ist schwierig. Seit dem Neustart der Beziehung haben wir die Beziehung geöffnet, sodass wir auch andere sexuelle Partner haben. So, jetzt geht ihr von er will keinen Sex über du willst keinen Sex zu offener Beziehung. Ist das nicht zu kompliziert? Also ich weiß es nicht, ich meine, kann man alles machen. Ich finde das auch irgendwo
Es hat so eine innere Logik, also dass ihr sozusagen, dass ihr so ein Experiment seht, das find ich schon wieder echt gut, ne? Das finde ich echt gut, aber ist das nicht so ein bisschen wieder das Viereckige ins Dreieckige pressen irgendwie? Für mich ist es super, aber er fängt an, dass es ihm nicht gut tut. Erstaunlich. Ich kann mir keinen anderen Mann vorstellen für die Zukunft, aber auch kein Leben ohne Sex, wenn er sich fest dazu entschließt, die Beziehung monogam zu halten. Ja, aber wieso kannst du dir keinen Mann vorstellen? Das ist auch so ein einengender Gedanke. Das ist auch, es muss jetzt dieser sein, egal ob ich keine Lust auf ihn habe, oder es muss dieser sein. Was möchte deine Seele, was möchte dein Herz? Also irgendwas will dir die Situation ja sagen, ne? Ich habe kein Problem mit anderen Männern Sex zu haben. Ich habe auch Lust darauf, aber mich belastet es natürlich auch, dass ich jetzt mit ihm nicht möchte und es ihm auch wehtut, wenn ich Sex mit anderen habe. Ich denke, dass ich den anderen auch liebe, mit dem ich Schluss gemacht habe. Was für ein Kuddelmuddel. Meint ihr nicht, es wäre mal gut, wenn ihr alle mal eine Datingpause macht, mal keinen Partner habt und mal aus diesem Kuddelmuddel rauskommt, wo man also mit einem bist du in einer Erziehung, an den anderen denkst du noch und mit dritten oder vierten schläfst du. Ist das nicht zu komplex und zu sehr im Außen gelöst? Aber wiederum, dass ihr das so offen macht und experimentierfreudig seid, das finde ich alles großartig. Also, dass es nicht heimlich ist und gut. Also, dass ich beide Männer liebe. Ja, du suchst zu viel im Außen, glaube ich. Aber gut, wer macht das nicht? Und mit dem anderen war der Sex super. Ich weiß nicht, wieso ich damals mit dem neuen alten Schluss gemacht habe. Ja, das wäre mal wichtig herauszufinden. Ich hatte wahrscheinlich Angst, weil alles so perfekt war. Na, da haben wir es ja schon. Hatte ich ja eben schon auch angedacht. Ich bin selber schon länger in Therapie und bevor wir uns getrennt haben, hatten wir auch ein Jahr lang Sexualtherapie gemacht. Ich bin völlig ambivalent und unsicher, wie es weitergehen soll. Ich würde sagen, mach mal eine Pause. Echt. Mit Dating generell. Echt. Auch denke ich sehr oft an den neuen Alten, der ziemlich schnell eine neue Beziehung gefunden hat und auch nichts mit mir zu tun haben möchte. Ja, verständlich, ne? Das war für den wahrscheinlich auch nicht so toll. Sie hat mich völlig lovegebombt und ist vermutlich liebessüchtig. Vielleicht ist er auch einfach nur gekränkt und enttäuscht. Kann ich ihn deswegen nicht vergessen, weil es so intensiv und lebendig war? Was gibt es für Möglichkeiten für mich? Hör mal auf, im Außen zu suchen und arbeite mit dir selbst, würde ich sagen. Und das geht am besten ja nochmal. Ja, die Zufuhr an Sex und Männern mal für einen Zeitraum auf Null fährt. Das wäre mein Rat. In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.